Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Number 26 geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Number 26 oder heute N26 ist eine Tochtergesellschaft der Wirecard AG aus München. Number 26 lädt man sich in Form einer App auf sein Smartphone, um dort alle aktuellen persönlichen Finanzbewegungen im Überblick zu behalten. Number 26 wurde im Februar 2013 von Valentin Steif gegründet und beschäftigt mittlerweile ca. 140 Mitarbeiter. Zur Kooperation holten sie sich die Wirebank AG als Partner. Ziel von N26 ist es, das Banking so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Bis heute konnten sie schon mehr als 200.000 Kunden für sich gewinnen, Tendenz steigend. Im Juni 2016 erhielt N26 ihre eigene Banklizenz, sodass sie bald als vollständige Bank gelten und die Partnerschaft mit Wirebank zum Herbst aufgelöst werden kann. Mit der neuen Lizenz kam auch die Namensänderung von Number 26 zu N26. Kerngedanke von N26 ist, das Bankgeschäft für Smartphone-Nutzer zu vereinfachen. Die App ist zurzeit im App Store sowie im Google Play Store erhältlich. Das heißt, alle iOS- und Android-Geräte haben Zugriff darauf. Die Kontoeröffnung erfolgt ausschließlich auf dem Smartphone, ohne dass man noch Papiere ausfüllen muss, und dauert nicht länger als 8 Minuten. Am Ende erhält man ein komplett kostenfreies und vollwertiges Girokonto mit Mastercard und der Maestro-Karte. Alle finanziellen Transaktionen lassen sich über das Smartphone regeln, ohne feste Kontoführungsgebühren zahlen zu müssen. Die Transaktionen werden in Echtzeit verwirklicht, das heißt, es kommt zu keinen zeitlichen Verzögerungen. Selbst internationale Überweisungen lassen sich innerhalb weniger Sekunden tätigen und sind dabei noch günstiger als bei jeder anderen Bank. Mittlerweile kann man bei mehr als 6.000 Einzelhandelspartnern Bargeld ein- oder auszahlen, ohne seine Karte dabei haben zu müssen, nur mit dem Smartphone. Wenn man sich ein Konto bei N26 eröffnet, eröffnet man ein eigenes Girokonto. Die Kontoführung ist kostenlos, man erhält eine kostenlose N26 Mastercard, welche einen weltweiten Zugang zu Bargeld an allen Geldautomaten ermöglicht. In der App kann man sich jegliche Statistiken und Umsätze anschauen. Jede Kontoaktivität wird sofort per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone angezeigt und ist in der App erneut und detailliert abrufbar. Alle Transaktionen werden automatisch kategorisiert in Kategorien, die schon bestehen oder die man selbst angelegt hat. Im Bereich der Statistiken kann man sich dann die verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel Lebensmittel oder Bar und Restaurants auswerten lassen und mit bestehenden Statistiken aus vergangenen Monaten vergleichen. Welche Vorteile und Funktionen kann man als N26-Member nutzen? Wie mit jeder anderen Bankkarte kann man auch mit N26 Geld abheben bei allen Bankautomaten von Partnerfilialen von Cash26. Um in einer Akzeptanzstelle Geld einzuzahlen oder abzuheben, muss man sich mit der N26-App einen Strichcode erstellen lassen und diesen im Geschäft vorzeigen. Zurzeit gelten folgende Geschäfte als Partner: Dewe, Penny, Real, Gutni, Ludwig Eckert, On, Adams und Barbaroni. Einzahlungen, die man mit Cash26 tätigt, werden sofort angezeigt und man kann direkt über das Guthaben verfügen. Für Banktransaktionen müssen Einzahlungen allerdings erst auf das Girokonto verbucht werden, welches ca. 1 oder 2 Werktage beanspruchen kann. Die Abhebungen mit Cash26 sind kostenlos und Einzahlungen bis 100 Euro sind ebenfalls ohne Gebühren verbunden. Jenseits der 100-Euro-Marke fallen Kosten in Höhe von 1,5% des eingezahlten Beitrages an. N26 Invest erlaubt es, direkt über die App Investments zu starten und zu steuern. Dabei kann man wählen zwischen einmaligen und monatlich wiederkehrenden Investments oder beides zusammen. Um N26 Invest zu nutzen, erstellt man sich zunächst in der App einen Investmentplan, wo man angibt, wie viel Geld man monatlich investieren möchte und ob man einen einmaligen Beitrag einzahlen möchte, um das Investment schneller nach vorn zu bringen. Anschließend wählt man, ob die Strategie zum Verfolgen des Plans riskant, ausgewogen oder eher zurückhaltend sein soll. Nun bekommt man eine Prognose, die den ungefähren Verlauf des Plans vorhersagt. Hier hat man noch die Möglichkeit, die Einzahlungen oder das Startkapital zu verändern, um die Prognose zu beeinflussen, bis sie einem gefällt. Wenn man soweit zufrieden ist, werden die Fondszuweisungen offengelegt, bestehend aus 5 Fonds mit verschiedenen Aktien und Anleihen. Dann werden die Details des Plans noch einmal angezeigt, wie Gebühren und weitere Informationen. Danach muss man eventuell Angaben zum eigenen Steuerstatus treffen und das Vorhaben insgesamt bestätigen.
Der Investmentplan und dessen Performance ist nun jederzeit in der App abrufbar. Man kann monatliche Zahlungen pausieren oder komplett stoppen oder weitere einmalige Zahlungen überweisen oder vom Investmentkonto abheben. Beim Schließen des Investmentplans wird das Guthaben zurück auf das N26 Girokonto überwiesen. N26 Dispo-Kredit. Mit N26 kann man seinen Anspruch auf einen Dispo in kürzester Zeit prüfen lassen. Je nach Einstufung kann man sein Konto für bis zu 2000 Euro überziehen. Der Sollzins beträgt dabei 8,9% pro Jahr. Um mehr Kontrolle über sein Geld zu haben, kann man sich selbst Limits setzen in den Einstellungen. TransferWise. TransferWise sorgt dafür, dass man Auslandsüberweisungen in 19 verschiedenen Währungen tätigen kann und das mit dem echten Wechselkurs. Empfänger auswählen, passende Währung, fertig. Die Überweisung wird in 1 bis 2 Werktagen bearbeitet. Moneybeam. So wird es genannt, wenn man Freunden oder Bekannten Geld senden möchte. Der Moneybeam ist ein schneller und kurzer Weg, um Geld von einem N26-Konto auf ein anderes N26-Konto zu bewegen. Die Anmeldung. Die Anmeldung ist tatsächlich in weniger als 8 Minuten machbar. Dazu legt man sich zunächst ein Konto auf der Webseite von N26 an. Dort gibt man persönliche Daten und Anschrift an. Im nächsten Schritt lädt man sich die App herunter und installiert diese auf dem Smartphone. Nun muss man sich selbst ausweisen, entweder über Videotelefonat oder Postident. Ich habe mich für Postident entschieden. Nun noch das Konto mit dem Smartphone verknüpfen, sowie PIN und Überweisungscode festlegen. Die Anmeldung ist also schnell und einfach und verlief bei mir ohne weitere Probleme. Die App. Wer sich schon andere Banking-Apps benutzt hat, wird sich in der N26-App schnell zurechtfinden. Aber auch Neulinge dürften keine Schwierigkeiten haben. Es ist alles sehr übersichtlich gestaltet. An der rechten Seite hat man die Menüauswahl, bestehend aus Umsätzen, Statistiken, Überweisungen, Moneybeam, Quantflow Center und Service. Die Darstellung ist verständlich und eindeutig. Die Bedienbarkeit ist wirklich einfach, sodass ich da auch für Smartphone-Anfänger eine gute Alternative zur normalen Bank sehe. Die Dienste. Meine Überweisungen sind immer zeitig angekommen. Mit der N26 Mastercard habe ich alle Leistungsumfänge einer klassischen Bank. Das Cash26 funktioniert reibungslos bei einem ortsansässigen Rewe. Dort habe ich schon mehrfach Geld abgehoben und einmalig auch eingezahlt. Fazit: Ich kann die N26-App und das damit verbundene Girokonto uneingeschränkt empfehlen. Mit der N26-App bekommt man eine mobile Bank für das Smartphone, die das generelle Banking im Alltag erleichtert. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.